Ich zum Beispiel, also ich müsste ziemlich sicher Module nachholen, um Neuropsychologe zu werden. Ja, ziemlich sicher. Wenn nicht sogar einen komplett anderen Master machen. Wenn du dazu keine Sachen findest, schau mal bei. Wie heißen die? Moment. Ich sehe, es sind viele Kommentare wieder, aber Gesellschaft für Neuropsychologie. Ich glaube, es heißt Gesellschaft für Neuropsychologie. Ja, GNP, die Gesellschaft für Neuropsychologie. Guck da mal. Da gibt es ganz viele Infos dazu. Das ist auf jeden Fall sicherer als das, was ich hier sage. Johannes hat es geschrieben. Hätte ich gar nicht googeln müssen. Ja, perfekt. Genau. Moment. Haben Neurowissenschaften etwas mit Soziologie und Philosophie zu tun? Also verstehst du auch davon etwas? Diskussionen, also es gibt Diskussionen, da ist das alles zusammen drin. Das muss alles zusammen auch betrachtet werden. In meinem Studium habe ich davon aber nichts mitbekommen. Aber ich war Jungstudentin in Philosophie mit 16. Tatsächlich. Wie du das akzeptierst. Was ist PMP? Ja, Stethoskop. Nein, ich bin kein Arzt. Und auch Ärzte laufen nicht immer mit Stethoskop rum. Ich bin tatsächlich mal eine Zeit lang relativ viel mit Stethoskop rumgelaufen. Das war, als ich mein Praktikum in einer geschlossenen, in einer, Entschuldigung, geschützten Station gemacht habe. Das heißt, eine geschlossene Station. Also in der Psychiatrie gemacht habe. Da. Und das, da war ich Praktikantin. Just saying. Aber das sind alles, für mich sind das Kostüme. Also für mich ist das. Ich meine, ich laufe auch sehr viel mit weißem Kittel rum, ne? Es macht mich nicht zum Arzt. Ich bin eine Neurowissenschaftlerin. So. Und das heißt, im Labor trage ich einen weißen Kittel. Ne? Weil das muss. So zum Schutz und so. Aber ich würde mich jetzt nicht, also weiß ich nicht, ob ich mich hier hinsetze. Also hierhin sicherlich nicht, wenn ich mal irgendwann Videos wirklich aus dem, ich weiß gar nicht, ob ich Videos im Institut machen dürfte. Aber wenn ich das, wenn ich irgendwie in der Mittagspause wäre oder so und sowieso die ganze Zeit. Aber ein Kittel zieht man eigentlich aus, wenn man aus dem Labor rausgeht. Also eigentlich für, also jeder, der einen weißen Kittel anhat oder so ein Arbeitskleidungsoutfit, also so zum Beispiel OP-Shirt oder sowas oder ein Stethoskop um hat oder solche Sachen, das ist immer ein Kostüm. Das ist immer ein Kostüm und das ist auch von mir aus okay, also soll ja jeder machen, wenn man vielleicht eine eigene Praxis hat. So als Arzt zum Beispiel, wenn du eine eigene Praxis hast und dann halt immer so rumläufst und dann Videos aus deiner Praxis heraus machst. Ja, dann ist es natürlich deine Arbeitskleidung, dann ist es kein richtiges Kostüm. Aber wenn du halt siehst, dass es einfach gezielt aufgenommen wurde mit der Kleidung, dann ist es ein Kostüm. Ja. So. Beeinflussen Zigaretten das Gehirn, abgesehen von der Glücksdingsausschüttung? Ja, es gibt tatsächlich ein Nachweis für eine Lungen-Hirnachse. Ich glaube, das kam letztes Jahr raus oder vorletztes? Letztes oder vorletztes? Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Aber gerade was so Entzündungen angeht und so im Gehirn, ist Rauchen gar nicht gut. Ja. Also sowieso nicht, ne? So, auch übrigens Vapen oder wie das heißt, auch nicht. Gar nicht gut. Also für Gesundheit. Also, wenn man gesund leben will, sollte man unbedingt aufhören.
Kann sich das Gehirn durch Depression dauerhaft verändern? Ja, dauerhaft schon. Durch alles im Prinzip. Also das Gehirn verändert sich ständig. Also mit jeder neuen Erfahrung, die wir machen, mit jedem Moment, den wir neu erleben, euer Gehirn verändert sich jetzt gerade. Wahrscheinlich nicht besonders tiefgreifend, eventuell schon, wer weiß, aber wahrscheinlich nicht. Aber natürlich können diese Veränderungen auch gefestigt werden. Sie können allerdings auch wieder praktisch umgekehrt werden. Bei Sachen wie zum Beispiel neurodegenerativen Erkrankungen, dass Nervenzellen absterben, das kann nicht umgekehrt werden. Also was tot ist, ist tot. So, aber so, theoretische Strukturveränderungen können sich auch wieder anderweitig verändern. Oh, Fridgewasser, ich schreibe es mir auf, ich schreibe es mir auf und im nächsten Live am Freitag beantworte ich dir das. Das ist eine coole, sehr spezielle Frage. Und es tut mir sehr leid, dass ich dir das gerade nicht beantworten kann. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es dazu schon eindeutige Ergebnisse gibt. Das weiß ich gar nicht. Ich schaue, ich recherchiere. Hängt Michael Jordans Gewinnermentalität mit einem Trauma zusammen? Weiß ich nicht. Also man kann auch, das ist auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Grundsatz, wen man nicht getestet hat, den kann man auch nicht bewerten. Ja? Also gerade was so psychologische Einschätzungen angeht, wenn ihr so Videos seht, wo jemand irgendwie sagt, ja, also die und die Person, irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens oder so, hat die und die Erkrankung und das ist nicht eine Diagnose, die öffentlich ist oder die bestätigt wurde. Also es ist keine offizielle Diagnose, sondern ja, also das ist ein Narzisst oder dies oder jenes. Dann sind das höchstwahrscheinlich keine Psychologen, weil als Psychologe darf man, also man, es ist ein sehr wichtiger ethischer Grundsatz, dass man sich nicht öffentlich zu der Verfassung von Menschen äußert, die man nicht selber getestet hat. Ja, wenn man das macht und gemeldet wird, dann kann man aus dem Berufsverband rausfliegen. Das heißt nicht, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben darf, aber man ist halt praktisch, ja, man ist, also es hat durchaus negative Konsequenzen. Was passiert im Hirn bei Liebe? Viele Sachen, viele, viele Sachen. Unter anderem ist das Belohnungszentrum ein bisschen aktiver. Wenn man verliebt ist, dann ist unter anderem auch so bestimmte Bereiche im Frontal, also im Präfrontallappen hier vorne, sind ein bisschen weniger aktiv. Der Bereich ist ganz witzig. Also, oh, danke schön. Da passiert viel. Von der Verarbeitung zum Beispiel rationales Entscheiden, die Situation evaluieren, das Gegenüber richtig einschätzen und so. Da ist der Präfrontallappen ziemlich dran beteiligt. Und da haben wir ein bisschen verminderte Aktivität. Also es hat so ein bisschen, passt ganz gut, so eine rosarote Brille oder so ein bisschen blind vor Liebe. Ja. Dankeschön. Ah, nicht immer, nicht immer. Manchmal sind die auch einfach schlecht. Aber auch gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, dachte ich mir, nee, ich habe heute Geburtstag. Also ich habe morgen Geburtstag, also heute jetzt. Aber gestern dachte ich mir, ich habe morgen Geburtstag. Ich möchte morgen schöne Haare haben. Und dann habe ich mir einen Overnight Curler reingepackt. Krass, wie kam ich mit 16? Oh Gott, so weit bin ich zurück. Okay, ich muss schneller machen. Sorry. Wie kann man mit 16 schon Philosophie studieren? Hattest du da schon ein Abi? Nein. Ich habe, das war in meiner Schule damals, also gab es die Möglichkeit, dass man halt als Jungstudent einmal die Woche in die Uni geht, statt zur Schule. Und das habe ich gemacht. Ja. Und da habe ich Philosophie gemacht, weil ich wusste, dass ich Psychologie studieren will. Und alles, was irgendwie mit NC war, konnte ich halt nicht machen. Und ich dachte, das nächste wäre Philosophie. War ganz spannend.
Hat mir jetzt, also hat aber nichts mit Psychologie zu tun an sich. Wenn du eine ungelöste Frage lösen könntest, die die Neurowissenschaft betrifft, welches und warum? Ich glaube, ich würde mich mit neurodegenerativen Erkrankungen beschäftigen. Wahrscheinlich vor allen Dingen wirklich mit, boah. Schwierig. Alzheimer oder MS halt, ne? Also Signalübertragung, oder ja, eigentlich Absterben von Nervenzellen, wie man das vielleicht verhindern kann. Aber ja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Moment, Moment, jetzt bin ich schon wieder hier geploppt. So, jetzt bin ich da. Wieso wird man mit ADHS von Koffein müde? Wird man nicht. Das wird man nicht. Das ist ein Gerücht, das stimmt so nicht. Was hältst du davon, nach dem Bachelor in Biologie einen Master in Neurowissenschaft zu machen? Klingt gut. Muss ja gucken, ob das packt. Also ob das passt, ne? Normalerweise oder am besten, also der beste Bachelor für Neurowissenschaft ist Biomedizin, weil Neurowissenschaft ein biomedizinisches Fach ist. Aber je nach Vertiefung, ja, also zum Beispiel, weil ich hatte ja Arzneimittelentwicklung, also wir hatten noch fertige Pharmazeuten zum Beispiel bei uns. Ja, oder halt, wenn man einen Bachelor in Neurowissenschaft direkt machen kann, aber ich weiß nicht, wo das möglich ist. Ich glaube, ihr habt mir mal gesagt, in Köln und Düsseldorf ist das möglich, ne? Ja, das kann sein. Ja, mit Kittel fühle ich mich auch immer wichtig. Es macht auch Spaß. Und dann hat man noch den Ausweis und so. Moment. Hyperarousal erzähle ich dir am Freitag. Zum Beispiel PTBS. Da brauche ich Bilder zu, um das zu erklären. Ich glaube, das kriege ich sonst, sonst wird das kuddelmuddelig. Beeinflusst Natriumfluorid die Zirbeldrüse? Zirbeldrüse. I don't know. Das klingt so ein bisschen hier, wenn ich, also auf den ersten Blick sieht das ein bisschen sehr pseudowissenschaftlich aus. Ob es in absehbarer Zeit Mittel gegen Clusterkopfschmerzen geben wird. Ich meine, ich hätte da letztens was zu gesehen. Bei sowas könnt ihr auch immer auf clinicaltrial.gov gehen. Da sind die klinischen Studien, die aktuell laufen. Welcher Bachelor bereitet am besten auf einen Master in Neurowissenschaft vor? Auf jeden Fall Biomedizin. Oder halt Neurowissenschaft, ne? Ja, genau, die Ferndiagnosen sind. Ja, die Goldwaterloo.
Stimmt es eigentlich, dass Rothaarige ein anderes Schmerzempfinden haben als andere Menschen? Ich weiß nicht, ob sie sensitiver oder weniger sensitiv auf Schmerz reagieren. Ich weiß nur, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, aber also wissenschaftlich macht es auf jeden Fall, wir unterscheiden dann nicht in der Forschung. Moment, es ploppt wieder. Also wenn ich Fragen übersehe, einfach nochmal schreiben. Oh, bei ADHS, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt nicht das eine ADHS-Gehirn oder das eine Autismus-Gehirn oder so. Das ist bei jedem anders. Aber typisch ist, stark vereinfacht, dass das Filtersystem nicht so gut funktioniert bei ADHS. Und das Gehirn bevorzugt halt, also das lenkt halt die Aufmerksamkeit auf neue Reize. Und wenn das Filtersystem nicht so gut funktioniert, dann werden halt unwichtige neue Reize nicht so leicht rausgefiltert und dann klappt das mit der Aufmerksamkeit nicht so gut. Das ist aber ganz stark vereinfacht. Arbeiten Leute in deiner Branche auch mit Patienten direkt zusammen oder meistens nur im Bürolabor? Ja, klar. Also und im also Labor ist auch, also auch, wenn wir Experimente mit Menschen machen, ist das auch Labor. So. Also, ja, klar. In der Neurowissenschaft auf jeden Fall und auch gerade in der Arzneimittelentwicklung hast du ja die ganzen klinischen Phasen und das ist dann nur am Menschen. Präklinisch ist halt an Tieren oder im Reagenzglas oder Computersimulation oder so. Aber klar, wir arbeiten auch mit Patienten. Aber es ist nicht so, dass man therapiert oder so, sondern es ist halt die Wissenschaft. Also nur die Forschung. Unterschied zwischen Neurowissenschaft und Neuropsychologie, ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also Neurowissenschaft ist so der Überbegriff. Neurowissenschaft ist, dazu gehört zum Beispiel auch Neurologie, auch Neuropsychologie. Und Neuropsychologie ist eigentlich nur, welche Fähigkeiten, okay, wie erkläre ich das am besten? Also wenn man zum Beispiel einen Schlaganfall hat, wie ich, oder Verdacht auf irgendeine neurologische Erkrankung hat, dann guckt man sich die kognitiven Fähigkeiten der Person an. Das heißt, man macht diese ganzen Testverfahren. Zum Beispiel bei einem Schlaganfall guckt man, sorry, wo hat der Schlaganfall stattgefunden? Welche kognitiven Fähigkeiten, also im Sprechen, im Denken, in der Intelligenz und sowas, könnten gestört sein dadurch? Was könnte passiert sein? Und dann schaut man, mit welchen Tests, also dann testet man die Person darauf, ob da alles in Ordnung ist. Das macht ein Neuropsychologe. Ja. Dum, 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 dum. Jetzt ist es wieder geplöppt. Seh, seh, seh. Danke, Kader. Bin ich gerade drüber gestolpert. So, ich glaube, jetzt bin ich da.